Hast du eigentlich niemand anderen? Warum musst du so oft mit mir spielen eigentlich? Und Fahler steht auch noch links. Jetzt heul dich rum. Ich heul dich rum, hör auf, das zu sagen. Erst geheult und dann performt. Der liegt am Stock. Am Stock. Ich mach den mal eben. Ich mach den mal schnell. Gut Golf aus Valai, wir spielen A und B von Gelb. Wir sind, kennt ihr mich? Ich glaube schon. Sonst wärt ihr vielleicht nicht auf dem Kanal, für die, die mich nicht kennen. Ich bin Sebastian, ich möchte Scratch-Golfer werden, beziehungsweise in diesem Jahr Ziel ein bisschen angepasst. Ich möchte eine Paarrunde spielen. Vielleicht ist es ja heute schon soweit, man weiß es ja immer nie vorher. Ihr könnt jedenfalls kommentieren, Abo dalassen, wenn ihr schon mal eine Paarrunde gespielt habt. Wenn ihr das geschafft habt, dann gibt es von mir als Geschenk einen Gutschein für Valai. Schreibt es mal in die Kommentare. Der Erste, der reinschreibt, dass er schon mal eine Paarrunde gespielt hat und mir das auch beweisen kann, der kriegt den dann, den Gutschein. Für diese wundervolle Anlage, die jetzt aus dem Winterschlaf erwacht ist und ich habe ihn aus seinem Biotop heraus hierher gebracht. Hilfe, da ist die Kamera. Hallo. Hi Noah. Guten Hi. Morgen. Wir spielen schon wieder. Diesmal aber nicht in Eichenried, weil da gehört Noah ja zum Inventar. Wir spielen in Valai. Schön. Wann hast du das letzte Mal hier gespielt? Ich weiß es gar nicht. Vergangene Saison. Ich versuche eigentlich jede Saison hier einmal zu spielen, weil es einfach eine geile Anlage und ein geiler Platz ist. Ja. Ich bin aber nicht sicher, aber ich habe hier schon ein paar Mal gespielt auf jeden Fall. Und vor allem auch schon mal eine richtig gute Runde. Ne? Was war dein Rekord hier? Paarrunde. Ich krieg direkt den Gutschein. Ja, Valai ist immer in meinem Herzen, weil ich hier meine erste und einzige vorgabewirksame Paarrunde gespielt habe bei einem Turnier. Von Weiß. Nee, es war von Gelb. Auch von Gelb. Und es war nicht wirklich rough, muss man auch dazu sagen, aber es war mitten in der Saison. Oder so war es, muss man erstmal maken auch. Ne? Heute maken. Muss man erstmal so maken. Was sagt man das bei SSN so? Das ist immer so, weil die Leute, ja, war rough oder nicht. Man muss sich immer rechtfertigen. Das finde ich manchmal was schade. Also heute auch kein rough. Heute können wir es vielleicht maken. Wir schauen mal. Wir schlagen auf jeden Fall von Gelb. Und was nimmst du dir für heute vor, Noah? Wie immer, Spaß haben. Spaß haben. Okay. Besser als letztes Mal, aber wenn ich mir das auf der Range gerade angeguckt habe, gute Besserung. Gut Golf und gute Besserung. So nämlich. Und wo ist dein buntes Kakadu-T-Shirt eigentlich? Da ist es. Da ist es, schaut mal, er enttäuscht uns nicht. Und die. Nee, das habe ich extra nicht gemacht. Extra ein bisschen was muss ich erinnern. Okay, ich habe noch nachgeguckt, welche Hose hatte ich an. Du riechst wieder gut. Danke, du auch. Und dein Parfum ist auch ganz gut. Ja. Also, wenn der den Bunker packt, ist der geil. Der packt den Bunker, weil so viel Rückenwind auch ist. Sehr gut. Danke. Das war auch ein schöner Schuss, noch schönerer getroffen als meiner. Naja. Der Wind trägt den halt ein bisschen nach rechts, bisschen aber da liegt Hacke, der perfekt. Jetzt haben Noah und ich uns gerade über Parfums unterhalten, wie man das halt so macht während so einer Golfrunde. Aber das lenkt ja auch so ein bisschen. Worüber, glaubst du, unterhalten sich die Profis so auf der Runde? Ich glaube, das hängt immer sehr davon ab, was du für einen Flightpartner hast, ob den kennst, ob den magst. Ja. Manch einer redet gar nicht, ja. Manch einer redet übers. Also Noah riecht wieder ganz toll. Sebastian hat auch aufgelegt heute. Einer möchte doch immer wissen, welches es ist. Ja, weil wir haben uns nämlich gefragt, so, wie oft ändert ihr euer Parfum? Und das war die Kardinalsfrage. Riecht ihr euer Parfum noch oder nicht? Weil wenn ich meins drauf mache, ist es sofort weg. Noah sagt, er riecht seins ab und zu, heute aber nicht. Ne? Ich möchte einfach, dass die anderen davon beeinträchtigt werden. Das ist mein großes Ziel. Dieses Jahr habe ich ja immer Y-Food mit im Bag. Ihr kennt das mittlerweile. Eine Trinkmahlzeit, vor allem beim Golfspielen super geeignet. Mit über 20 Vitaminen und Mineralstoffen. Und das Hauptargument für mich eigentlich ist, dass Y-Food 3 bis 5 Stunden satt macht. Ich habe jetzt die ersten Runden gespielt und kann sagen, dass es wirklich so ist. Also ich habe keinen Hunger. Ich trinke das normalerweise nach 9 Loch oder wie jetzt, eben nach 3 Loch, weil ich habe noch nicht wirklich gefrühstückt. Da ist es dann natürlich total super. Ihr kriegt ein bisschen Rabatt mit dem Code, den ich euch jetzt unten einblende. Gutgolf-YouTube. Der Link zu Y-Food und zum Probierpaket, der ist unten in der Videobeschreibung. Da gibt es verschiedene Geschmäcker. Mein Highlight aktuell, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, jetzt ist Vanille und ist Berry. Berry habe ich aber Noah gegeben. Noah, kannst du mir mal ganz schnell mein Y-Food aufmachen? Mit einer Hand geht es nicht so super gut. Super gerne. Also, mit einer Hand und Kamera halten ist es schwer. Probiert's mal aus, Y-Food. Oh, der ist weit rechts. Ja, aber sollte auf dem Grün sein, hä? Ja. Ja, wenn der lang genug ist, ist ja geil. Also besser geht's nicht. Der liegt literally am Stock. Schaut euch das mal an, da, wo der einschlägt. Wow. Noah, Applaus. Applaus. Applaus, Applaus. Ich dachte kurz, er ist drin. Super geil. Dachte ich irgendwie auch erst. Sah schönes so aus, Birdie zum Auftakt, kann man machen. Danke. Ich mach den mal eben. Ich mach den mal schnell.
Ah. Come on! Come on! Birdie-Faust! Ah, die krieg ich von dir, die Birdie-Faust. Komm her. Oh ja, die kriegst du. Warte, so, dass der Nico da die Grafik machen kann. Ich mach mal hier die Pitching-Marke 2 Zentimeter neben dem Loch, ja, weg. Die Pitching-Marke. Die Pitch-Marke. Mach mal die Pitching-Marke raus. Pitching-Marke. Also, da hinten seht ihr den Noah. Da, hinten im Bild. Und der puttet jetzt hier zu der Fahne. Zum Birdie. Ja, ziemlich solid. Schönes Paar. Kriegst du die Paarfaust. Auch wenn ich schon wieder Ärger bekommen habe wegen der Paarfaust. Ja, mein Thema, meine Meinung kennst du ja dazu. Ja, deine Meinung kenne ich. Du kriegst sie trotzdem. Hat jemand noch was gesagt? Ja. Was denn, dass es Kacke ist? Ja. Ja, der ist okay. Super. Danke. Ich habe ihn nicht sauber getroffen. Ja, der ist gut. Das waren 2 richtig schöne Treffer. Wir haben gerade gesagt, wir freuen uns sehr, wenn man in Valais auch mal wieder von Gold spielen kann. Und Danny hat schon gesagt, er macht dieses Jahr ein paar Mal die Ryder Cup Schleife auf und das als Turnier. Das ist eine Mischung aus A, B und C von Gold. Noah, da spielen wir mal mit, okay? Oh ja, das ist geil. Es gibt auch einen auf der B, glaube ich. Da musst du erst mal 2,50 hauen, um aufs Fairway zu kommen. Jetzt wollte ich Noah noch ganz kurz fragen, weil ich das gerade nicht im Kopf hatte. Die Paarrunde ist auch dein allerbester Score ever gewesen oder hast du mal eine Minus reingebracht? Vorgabe wirksam, turniermäßig ist das meine... Nicht nur die beste, sondern die allerbeste. Und ja, in Eichenried habe ich meine Freizeitsleisterrunde eine 1 unter. Das ist meine. Ah ja, stimmt. Das erinnere ich mich an. Meine beste Runde, ja. So, Noah liegt schön auf dem Fairway. Ich bin hier ein bisschen kürzer gewesen. Aber wir sollten beide einen Schuss haben. Sehr schöner Schuss, ey, wirklich. Das also ist geil. Richtig gut. Danke. Oh ja, das ist ein bisschen rechts. Aber könnte ja, lange schon sein. Schon ein gutes Ding. Er ist fast ein bisschen kurz. Er kann noch weiter, Herr Benisch. Yes. Zack. Back to back, Birdie. Zack, 2 unter. 2 unter. Sehr stark. Danke. Sehr stark. Yes. Nice Birdie. Auch Birdie-Faust. Birdie-Faust. Heute gibt es nur Birdie-Fäuste. Den Triff. Komm rein. Der Wind macht es dann, aber das Gute ist. Ja. Der ist drauf, ja, ja. Drauf ist er. Why not? Ah, Bunker, Bunker. Sehr schlecht in den Bunker rein. Ah, bleibt leider hängen. Super, Noah. Ah! Sehr, sehr schöner Putt. Bricht gar nicht. Beziehungsweise ist einfach zu kurz. Jetzt am Ende wäre er vielleicht noch gekommen. Ja, zu kurz. Sehr gut. Danke. Stark. Okay, der macht nichts. Alles gut. Komm rein, komm rein. Dreh, dreh. Wind. Ja, macht er. Wind hilft. Ja, der ist gut. Der ist gut da. Wow. Oh! Was denn? Boy! Was war das denn? Richtiger Quatsch. Ich habe, glaube ich, richtig Probleme mit der Ausrichtung gehabt, leider. Ihn dann so komplett nach links gezogen. Jetzt muss ich ein bisschen zittern und hoffen, bangen, dass da kein Wasser ist. Gott sei Dank gefunden. So 50 Meter. Ja, ist geil, der steht im Wind. Mega. Yes. Boah, bravo, Noah. Richtig stark. Danke. Bravo. Oh. Sehr geil. So, kurze Frage, macht ihr eure Bälle immer sauber? Machst du meinen schon immer sauber? Ach so, ja klar. Ach, den gefundenen, der zufällig deiner. Zufällig war das meiner. Ja, du hast den ja zufällig gefunden. Ich mach dir die Flaschen auf. Ich
drehe dir die Bälle, ich beglückwünsche dich bei jedem Schlag. Dafür drehe ich das. Hast du eigentlich niemand anderen? Warum musst du so oft mit mir spielen? Du bist eigentlich der Einzige, der Zeit hat, ja, so, ne? Unter der Woche. Noch, übrigens, Eichenried war erster Rechtsurlaubstag, okay. Heute der letzte. Ah, okay, so ist gut. Die Klammer. Ab jetzt bin ich nie mehr dabei. Tschüss. Das war's für dich mit Golf in diesem Jahr. Gratulation an all deine Zuschauer und Fans. Ab heute bin ich nie mehr dabei. Ja, da kommt auch vom Wind sehr solide da reinge. Ja, super. Der ist tatsächlich dünn und deshalb ein bisschen spinny. So, das ist ganz schön, echt schwer. Es ist schwer mit dem Wind, kann man nicht anders sagen. Muss ja, aber auch, jetzt hör auf, du bist wie muss Jürgen, man immer wieder wie Jürgen Klopp. Ja. Jürgen Klopp hat auch mal gesagt in dem Spiel, dass es der Wind war. Ich glaube gegen Everton, Merseyside Derby. Also, schönen Grüße an Jürgen Klopp und Noah Pudelko. Mit was? Ja, mit einer 8 versucht das. Gut. Unterm Ball, da wird links plus Wind von rechts. Also, und Fahne steht auch noch links. Jetzt heul nicht rum. Ich heul nicht rum, hör auf das zu sagen. Ich erkläre es nur. Dein. So, komm. Sag, dass das ein geiler Schuss ist. Komm rein. Das ist ein Megaschuss. Ist wirklich gut, Junge. Zu lang. Nee, der passt eigentlich, gell? Ist perfekt. Also das ist ja immer was, was ihr da, ich sag's immer wieder dazu, was ihr zu Hause nicht mitbekommt, die Gerüche. Und hier nebenan ist ein Feld und der Bauer odelt gerade. Und Noah hat gesagt, es riecht wie bei ihm, wenn er mit der Golfrunde fertig ist. Ja, einfach so nach einem Tag Arbeit. Boah, das ist halt echt wild, ne? Oh, 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 oh. Krass, da kommt gar nichts. Sebastian Benesch mit dem Putt zu 3 unter nach 5. Was ein Start. Oh, lass ich den so zu kurz. Oh, schade. Weil die Linie wäre super gewesen. Die Linie wäre super gewesen. Schönes Paar, Sebastian. Dankeschön. Also wirklich, der erste war auch richtig mit Konsequenz gespielt. Ja. Schade. Yes, sehr, sehr schön, Noah. Das war ein super Paar von da hinten. Danke. Toll. Bei dir ebenso. Danke. Noahs Geschichte. Die Gedanken zum Loch, die Erinnerungen zum Loch A6 in Valais. Liebe Grüße an meinen sehr, sehr guten Freund Florian Bauer. A6, damals hat der liebe Florian auch den Ball sehr, sehr gut getroffen und wir haben immer von Golb gespielt. Ne? Ich glaube 2,36 zum Pin. Bisschen Rückenwind und Florian Bauer zog ganz entspannt die 4 und nagelte das Ding an den Mast. Ah. Heute würde er, wenn er das Eisen 4 nähme, Eisen 4, Eisen 8, Lobwedge schauen, um die 236 zu erreichen. Und das ist nicht gelogen. Ne? Schön, schön. In dem viele Grüße, erinnere dich an die alten Zeiten, es kommt zurück. Aber es war kein Hole-in-One. Nee, ich glaube, es war dann ein 6-Putt und ein Triple-Bogey oder so. Nein, aber es war ein, weiß ich nicht, ein Paar, glaube ich. Aber ein geiler Apparat einfach. Ich kann den Wind nicht einschätzen, wenn er von der Seite kommt. Gerade eben hat er geschoben, davor das Loch hat er gebremst. Nur am Heulen. Und jetzt Cut. Sieht schön aus. Ja, der sollte rechts am Stock sein. Schön. Gut, Noah. Erst geheult und dann performt. Noah Pudelko, der Mann, der krampfhaft auf jung macht. Schöne Schlepphüfte. Ist auch wieder geil. Ja. Triffst du den? Ja. Der liegt da bei deinem. Jetzt schauen wir mal, welcher näher am Pin ist. Da bricht er dann. Schöner Putt. Ja, schau, du machst es auch falsch. Schönes Paar. Schön. Paar und Paar. Boah, kriegen wir beide die Paarfaust. Ich werde ja noch ganz wund heute. Wieder Wind von rechts, brutal. Also das wird auf jeden Fall eine Challenge. Ja, aber der ist gefährlich. Oh, der Wind drückt ihn so ein bisschen, aber der geht zu weit rechts. Der ist im Wasser, aber... Der ist in der Penalty, aber... Da kann ich ihn finden. Ja, aber der ist perfekt. Schön, Noah. Von da ist ein Schuss mit 2. Super! Ah! Okay, der geht links. Ah. Oh, der ist angeschlagen, gell? Muss nachspielen. Oje, der stand. Der war gut. Oh, ist der nice! Das ist ein Strichboy.
Links am Grün. Ja. Auf, vielleicht auf dem Grün. Das ist gut. Also Noah puttet zum Igel, Freunde. Nein! Schade. Spiele ich hier echt einen Triple Bogey. Von minus 2 auf plus 1. Super. Sehr, sehr schönes Birdie. Danke. Bravo. Da wendete sich das Blatt. Jetzt liegt Noah 1 unter, was saustark ist, und ich 1 über, weil ich, und das ärgert mich ein bisschen, aber ich darf bis zum nächsten Abschlag mich ärgern, da aus dem Rot mit dem ersten Schlag des Vierer-Eisen spiele. Es reicht, wenn ich ein 7er-Eisen spiele oder ein 6er-Eisen, den einfach nur aufs Fairway lege. Stattdessen spiele ich da so riskant und meine, ich will angreifen, und das ist halt einfach dumm. Da wurde ich jetzt bestraft. Und jetzt habe ich mich geärgert und jetzt geht's wieder weiter. Das ist unfassbar, was ich da jetzt gerade Quatsch mache. Also früher wäre der weg gewesen. Guck mal, hast du gesehen? Hast du gemerkt, wo er ist? Ja. Super. Sehr solide. Schön, Noah. Danke. Das war ein Megaschlag. Der liegt am Stock. Am Stock. Halt dich bitte. Der Wind, den treibt der Wind halt ein bisschen dich bitte. Weg. Ja, ich gehe da auch nicht durch. Fahne. Oh, was ist das? Kommt mir zu wenig. Sebastian, nach diesem in Anführungszeichen Drive schon wieder zum Birdie. Ja. Weil den haust du echt wieder sensationell. 170, was hast du reingeknallt? Eine 5? 5, ja. Nee. Aber auch gut. Schön, Junge. Danke. Boah, ist das schlimm. Der ist nicht gut. Ist das ein schlechter Putt? Der ist nicht gut. Ist das ein schlechter Putt? Noah, dafür gibt's gar nichts. Fackschlag, der aber da ist. Ja, ja. Das war kein guter, aber... Boah. Er war auch nicht perfekt getroffen, ne? Aber ja, ist ein aber guter Schlag. Also, den nehme ich jedes Mal. Ja, ja. Das ist ein geiler Schlag. Das ist ein guter Schlag. Boah. Viel zu weit. Ja. Das ist halt. Ja. Was hast du gehauen? 9? Nee, ein Pitching Wedge. Ah, okay. Krass. Boah. Ja, aber der ist okay. Boah, den nehme ich allemal, ey. Ja. Boah. Schade. Oh, der sah gut aus lange. Ja. Ich sehe es auch noch, dass er am Ende knickt. Ich sehe es auch noch. Nee. Und dann hat er so viel Schmackes. Gut, okay. Zu 5. In Ordnung, 3 Putt von da oben. Zählt aber nicht als 3 Putt, weil der war noch nicht auf dem Grün. Okay, schöner 2 Putt. Die ersten 9 sind rum. Eigentlich ein sehr, sehr super Score und Golftag heute. Bei den Bedingungen spielen Noah und ich wirklich sehr solides Golf. Ihr könnt es ja mal bewerten. 1 bis 10 für unser Golf. 10 ist das Beste. Noah, was gibst du uns? Eine 12. Eine 12. Gut. Ja, auf die 12 auf jeden Fall. Nee, ist schon, ist gut. Ist gut. Ist doch top Golf. Mach immer so. Ist gut. Nee, ist wirklich gut. Bist du zufrieden? Du spielst schon wieder. Ja. Vor allem habe ich da so etwas neuen Move drin und der klappt jetzt unter. Glaubst du, die Zuschauer und Zuschauerinnen haben das mittlerweile kommentiert und gemerkt? Ach so, glaube ich nicht. Nee. Schöne Schlepphüfte und da kommt auch der Draw. Boah, der ist mega. Ah. Das ist ein super Drive. Ja. Lustig, haben Déjà-vu, als wir hier schon mal gespielt haben, lagst du ungefähr auch da. Richtung Bunker rechts. Das ist wie auf der. Ziehe ich den wieder so ein bisschen guck, nach guck, links. Guck, guck. Naja, war alles gut. Der liegt ja, da. Ist gut. Länge wäre auch gut gewesen. Oh, ist der schlecht. Komm, komm. Ja, aber okay, oh. Der ist. So auch zu wenig. Ja. Ich hab Schiss.
Boah, steuerst du den rum? Okay. Passion. 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 Passion for passion. Das nehmen wir doch. Come on. Gut. Come on. Come, come on. Come on. Ja, okay. Ja, ist guter Schlag. Also, okayer Schlag. Ja, gutes gut. Ergebnis. Ja, ja. So. Mitte Bahn, top. Super dünn, aber wieder sehr gerade. Und angedrawt wird jetzt ein langer Zweiter. Boah, der kriegt ordentlich Höhe. Aber den finde ich aber nicht schlecht. Nee. 130 glatt. Wir haben ein bisschen Wind jetzt gerade. Das heißt, ich spiele jetzt hier ein kleines Eisen 9. Schläger? Eisen 9. Kleine 9. Ich sag's euch, der wird zu kurz. Der wird zu kurz. Ja, ist auch nichts kaputt. Bei deinem ungefähr. Ich habe es gerade ins Mikro gesprochen und habe gesagt, der wird viel zu kurz. Der wird zu kurz. Warum stehst du bei 130 Gegenwind eine 9 bergauf? Das meine ich ja. Wir haben unterschiedliche Windempfindungen. Da ist voll Wind auf dem drauf. Ich verstehe diese Schlägerwahl nicht. Ja, gefühlt nehme ich eh schon Schläger mehr. Ich dachte eigentlich, dass weniger Wind ist. Ich nehme ja gefühlt eh schon einen mehr. Also statt 130 ist für mich das Pitching Wedge, ich spiele die 9. Das war der falsche Schläger. Ja, es ist eine 8. Das ist eine 8. Ja. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Komm, 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 komm. Ja, ja, okay, gut. Ich komme nicht drunter. Ja, aber ist gut. Oh, komm, Sebastian. Oh, ist der zu kurz. Sit, sit. Oh ja, der hat Speed. Schlechter Putt auch. Pushst du den so ein bisschen? Gepusht? Nee. Ach Gott. Ist das dumm. Auf, weiter. Ja, aber der ist leider rechts. Boah. Guck mal genau, wo der... Ja. Der geht Richtung rotes, hellrotes Dach. Ja. Ja, der ist gut. Aber der ist geil, der ist halt da, ne, auf der Bahn. Ja. Der ist nicht verkehrt. Ja. Ah! Supermarke. Gut. Okay. Boah, ein paar. Ratten gedost, ey. Danny hat ja hier den Golfplatz übernommen, das wisst ihr mittlerweile. Und er kümmert sich einfach um alles. Und schaut mal, Valai hat auch ein neues Logo. Ist auch hier überall drauf auf den Abschlagpfosten. Und ratet mal, wer dieses Logo designt hat. Danny, du Maschine. Gefällt mir vom Kontakt, ist wieder ein guter Schuss. Aber gefällt mir einfach reicht gut. Nicht von Nein, der doch, der, klar, der, weil du die 6 nimmst. Ja gut. Super. Na, der hat mehr zu tun mit der Fahne als meiner. Sei lang genug. Ja, super. Der klatscht neben der Fahne runter, Noah. Also Länge beide gut, Noah, aber von der Richtung her besser. 7 Meter entfernt. Da wärst du, wenn du das immer machen würdest, führender auf der PGA Tour im Schnitt. Wenn du den Schnitt nimmst, der ist so. Ist ein guter Stroke auf jeden Fall. Komm. Ja, ist gut. Nee. Nice Paar. Ebenso. Thank you. Guten Night, Sabes. Die Schlepphüfte des Tages wird Ihnen präsentiert von Danny Wilde. Die Schlepphüfte, der Schlüsselelement in Sebastians Schwung. Mit der Schlepphüfte hat er sich von einem, naja, sagen wir mal, sehr mauen, Anführungsstrichen, Golfspieler zu einem ganz passablen Hauer entwickelt. Der Schlepphüfte, sei Dank. Oh, ich habe aufgezeichnet. Abend. Ja, schön. Heimlich. Das ist, glaube ich, das... Dein Monolog. Sinnvollste, eloquenteste, sympathischste, was ich jemals von mir angegeben habe. Ich hasse euch alle.
geile Schlepphüfte, ja, geiler Draw. Geiler Schlag. Geiler Schlag, genau mit dem Bucke, der ist perfekt. Ja. Das gefällt mir sehr, Nizza Best. Das ist wunderbar. Dafür kriegst du eine Drive-Faust. Die Drive-Faust. Ja, aber das sind einfach gute Schüsse. Das ist wirklich, ja, hat sich verändert. Danke, Schlepphüfte. Ja, der ist genauso ist der, geil wie meiner. Ist der geil. Ist auch gut. Der cuttet halt ein bisschen. Ja. Nee, aber schau, der ist. Ich bin gespannt, welcher da weiter ist. Also knapper geht's nicht. Schaut mal. Das ist, sind vielleicht 20 cm, 30. Ja. Ist besser. Ja, super. Ist ein bisschen dünn, aber geil. Deshalb spinnt der geil. Und komm. Nein, geh doch durch, Noah! Oh, ist der schlecht. Das ist unfassbar. Boah, Noah, ey. Oh, der ist gefährlich. Nee. Glaubst nicht? Ja, glaube ich nicht. Warum? Ja, der kommt. Der kommt wieder rein. Ja, der ist gefährlich. Nee, der ist gut. Komm. Wow, der rollt hier rein. Ehrlich? Ja, der ist an den Steinen. Boah, wo spielst du den hin? Voller Push. Ja, schlecht einfach. Auf die Gefahr hin, dass ich mir jetzt den Schläger kaputt mache, probiere ich den jetzt. Nicht schlecht. Zip, 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 zip. Noah! Schönes Bogey. Wieder Dreipad. Herrlich. Jawohl, immerhin, das war mal ein Stroke. Ja. Auch eine 6, ne? Ja. Boah, kriegt der Wind, ey. Reicht der? Das weiß ich nicht. Nee. Okay. Auch weg. Noah, schau mal, haben wir beide einen Strahl gehabt jetzt. Also, hier ist der Graben und wir liegen beide noch davor. Aber nicht so. Er ist besser. Ui, fast der Slam Dunk. Das ist unfassbar. Sit! Guck mal, wie der fährt und da ist das nächste Double Bogey. Das ist krass. Das ist krass, ne? Ja. Was? Krass, dann kommt der nicht. Und Double Bogey, ne? Nur zur Info. Auch ein Dreipad. Jo, schönes Bogey. 4. Oh Gott, ist der schlecht. Guck genau hin. Rechts auf meinen. Ja, aber guck, auf welchen Baum. Der geht auf diesen, ja, Richtung des. Zack, ja. Ah, ich habe ihn gesehen. Er macht aber gar nichts. Hab's Fairway getroffen, aber halt leider nicht unsers. Aber das ist jetzt hier egal. Jetzt habe ich einen schönen Schuss ins Grün und jetzt belohne ich mich mal wieder. Oh ja, der ist geil. Aber wieder ein bisschen kurz. Ja, der kickt gut. Sit! Oh. Kabum. Kabum, den wollte ich jetzt aber sehr, auch. Sehr, sehr gut, ey. Danke. Sehr, sehr gut. Danke. Respekt. Sehr gut. Oh, ein schönes Paar. Reingezittert. Sei freundlich, mach Hallo. Das ist der Move. Das, was deine große Stärke ist. Hallo. Dich der Welt zu öffnen. Willkommen. Nett zu sein. Mit der schlechteste heute, aber der ist er. Der geht rechts.
Schöne Schlepphüfte, Kackschuss. Kackschuss. Boah, das ist ja ein Driver-Socket. Oh, der schaut sehr gut aus. Schaut sehr, sehr gut aus. Ja, on the green. Ich hab's jetzt auch, ich will jetzt auch durch. Ja, ich auch. Reicht jetzt auch. Ich auch. Also es gibt so Tage, da ist man echt fertig an der 18. Vor allem heute mit dem Wind. Ich fand das extrem anstrengend heute. Aber jetzt bringen wir diese Runde zu Ende. Zweimal Paar, dann sind wir in den 70ern. Ne, ich kann sogar, ich bin sogar safe. Ich kann sogar einen Bogey spielen, dann bin ich in den 70ern. Stimmt, ne? Ich lieg 6. Ja. Oh, der ist aber sehr zu kurz. Yes! Stark. Eine 6 über. Sehr, sehr schön. Oh, neu. Der war jetzt nur okay gut, würde ich sagen. Wieder ein Dreipad. Danke. Weil du es so vorhergesagt hast. Mann, Noah. Boah, ist das schlecht. Haben wir jetzt den gleichen Score gespielt? Nee, du hast, bist jetzt einen besser. Sogar ein zwei Schläge gut. Ich bin jetzt bei 7 gelandet mit dem Dreipad. Noah auch noch geschlagen. Ey. Das waren 18 Loch AB hier in Valais mit Noah Pudelko. Mann, zum Schluss haben wir ein bisschen nachgelassen. Ne? Das war eigentlich eine ganz gute Runde. Deine Dreipads sind halt üblich. Aber da könnt ihr den Noah ruhig mal verschimpfen in den Kommentaren. Das so sich einzureden, dass man da hingeht und Dreipads spielt, ist einfach blöd. Gewöhn dir das mal ab. Bitte. Okay. Okay. Auch wenn ich es immer mache. Versprochen. Alles klar. Danke fürs Zuschauen. Hier rechts von Noah, da könnt ihr ein Abo dalassen, ganz wichtig. Und hier links, da könnt ihr nochmal die Runde eben auch hier mit Noah in Eichenried angucken. Die erste Respekt, RPA, plus 6, ne? Sehr gut. Plus 6, bin ich zufrieden. Stark. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Gut Golf!